Ja, ihr Lieben, der letzte Sitzungstag im Deutschen Bundestag für 2018 ist jetzt gerade vorbei. In den nächsten Tagen werde ich mich auf den Weg machen in die Winterpause und wie alle anderen auch Weihnachten feiern, freue ich mich sehr drauf. 2018 war ein krass turbulentes Jahr. Sicherlich war so ein Höhepunkt jetzt die Feierlichkeiten zu 70 Jahre Allgemeiner Erklärung der Menschenrechte und dass wir im Bundestag eine Ermöglichungsverfassung für bessere Bildung verabredet haben. Und ein Tiefpunkt war sicherlich jetzt in den letzten Wochen Frau Karliczek, die den Forschungsstand bei Regenbogenfamilien nicht kennt und diese Familien lieber diskreditiert. Aber dafür braucht es eben Grüne, die dann auch für gleiche Menschenrechte und beste Bildungschancen für alle streiten. Das will ich auch 2019 tun und freue mich, wenn wir uns dann im neuen Jahr wiedersehen, entweder in Essen, in Berlin oder auch online. Wir bleiben in Kontakt, auf bald und bis 2019.